Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 2. Wir machen heute die Dalton-Sezierung Stufe 3. Wir haben also keine Ausrüstung, die wir mitnehmen. Ja, wir dürfen keine Nichtziele eliminieren. Wir dürfen unsere Anfangsverkleidung nicht wegsehen. Hier müssen wir wieder für einen Unfall sorgen. Die beiden Jungs müssen wir mit einem Begräbnisdolch wieder erledigen, den wir vorher aus dem Safe holen müssen. Und da müssen wir hier noch zwei Leute mit einer Explosion erledigen. Da müssen wir mal gucken, welche beiden das sind und wo wir das Explodierendes herbekommen. Also frisch ans Werk. So, wir schauen mal zuallererst nach. Es sind tatsächlich, wie ich befürchtet hatte, hier unten die beiden. So, und Frauenheiner hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass hier irgendwo am Polizeiauto, hinterm Polizeiauto, vielleicht hinter dem hier, ein Brecheisen befinden soll, mit dem man die Tür da drüben ganz gut aufbekommen soll. Jetzt natürlich nur die Frage, welches Polizeiauto hat der gute Mann gemeint? Das ist eine krassere Reichweite heute. Ach, ich habe noch keine Münze oder sowas zum Werfen, ne? Ja, da müssen die Jungs da leider noch kurz warten. Sowas von Junge. No way. Oh doch. Da ist die Tür schon offen. Ich dachte gerade, da rechts würde auch noch einer sitzen. Zum Glück nicht. So, hier könnten wir noch eine Waffe abgreifen. Yeah, me here. Just checking out a strange sound. Over. Hey, come out if anyone's... Yep, da bin ich schon. Are you gonna go down and go to the
So, das borge ich mir mal gerade hier. Er bringt es nach oben, okay. Meinetwegen. Oh, guck mal, Patriot. Kommt er irgendwann wieder? Na, die beiden Jungs müssen wir ja durch eine Explosion erledigen. Und da schadet es auf jeden Fall nichts, wenn ich die beide vorher K.O. haue. Das ist mit der Explosion wahrscheinlich deutlich einfacher. Kommt er auch wieder irgendwann? Ah ja. Wundert ihn bestimmt nicht, dass sein Kumpel weg ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Köpfe schön dicht zusammenlegen. Ja, das sieht gut aus. So, und dann können wir mal das Brecheisen suchen gehen. Ah, hier auf diesem Werkzeugwagen liegt das. Alles klar. So, Punkt 2 der Tagesordnung. Wir müssen in den Tresor einbrechen. Wäre vollkommen verwirrt heute. So, schnell auch ein paar schöne Screenshots hier gemacht. Ein Dolch geschnappt. Hier gibt es ja auch nichts Explosives, ne? Diese Eier explodieren ja nicht. Habe ich gehört. Das ist ein Feuerlöscher. Na, perfekt.
hinten ist auch eine Propangasflasche. Ich wollte gerade sagen, der hat es doch gehört, oder? Habe ich den Hammer nicht weit genug geworfen? Ach, was mache ich denn hier? Du kommst natürlich auch mit. Also wenn man die Jungs irgendwie einzeln erwischt. Dann hat man hier wenigstens auch zwei Sprengsätze. Und man muss noch nicht mal weit laufen. Das Fluchtfahrzeug ist noch gut. Hoffe ich. Wenn nicht, habe ich mir gerade extrem gut selbst ins Bein geschossen. Warum steht sie denn noch da? Oder wieder? I'm really sorry, but we've had the section off this area for now. The head of security suspects there may be some tampering going on. Ach, wisst ihr, was ich wieder vergessen hab? Weil das Ding aber auch so gut versteckt ist da hinten. Kommt gerade der Sicherheitschef. I don't know why even bother talking to you. Well, don't then. I don't care. Well, then there is nothing more to say. I hear you. Loud and clear. If I get angry, will you go out with me? God, I love that girl. You gotta be kidding me. Er wirft diesen Dolch aber auch echt mit extrem viel Schwung, der gute Mann. Wahrscheinlich könnte ich auch sie direkt mit der Batterie K.O. hauen. Und dann fällt die Batterie ja auch vor ihr in die Pfütze. Und dann hätten wir das Ding auch gelöst.
Oh, guck mal, eine Münze. Not as bad as that time in Queens. Remember that? Oh, the 6,000 semi-incinerated files we had to leave together. So, da bin ich ja mal gespannt, ob der Truck noch brennt. Er brennt gar nicht mehr. Ach, Menno. Ich wäre gerne mal mit dem brennenden Truck hier rausgefahren. Aber man kann halt nicht alles haben. Offensichtlich. Ja, Sprecheisen macht einem die Sache echt ein bisschen einfacher. Ich hätte ja gedacht, dass die das hören auf jeden Fall da hinten im Flur. Tun sie aber nicht. So, damit haben wir das geschafft. Alles. Haben das auch wunderbar lautlos gemacht. Klasse. Die Dalton-Sezierung war das. Stufe 3. Stufe 1 und 2 gab es gestern. Ja, gut. Damit sind wir damit offensichtlich durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir dann wahrscheinlich die verdeckte Verstreuung spielen. Oder vielleicht der kulinarische Ausflug. In Mumbai waren wir schon lange nicht mehr. Wo spielt denn das hier? Im Woodhaven Creek. Da waren wir letztens erst. Vielleicht gehen wir da nochmal hin. Ich mag Eskalationen irgendwie. Wir schauen mal. Macht's gut. Bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.